Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Whoop. Okay, ich vermute, das wird der letzte Part werden. Ich weiß zwar nicht, ob ich den Gegner direkt schaffe, denn wir müssen ja noch gegen den Todbringer ankämpfen. Aber voraussichtlich sollte das schon klappen, weil ich habe schon ein bisschen probiert, ob er mir denn schwer fallen würde. Habe dann so ein bisschen versucht und dann habe ich ihn geschlagen. Okay, aber ich hatte noch einen Speicherstand hier vorher und deshalb, ja, passt es schon. Okay, das war jetzt natürlich ein bisschen Gammel, weil ich den schon einmal geschlagen habe jetzt. Lalala. Aber so schwer war es gar nicht, wie ich gedacht hätte. Auf jeden Fall war Girahim schwieriger, wirklich. Ich war geschockt. Ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Aber egal. So, wir gucken uns die Szene mal an. Ich könnte jetzt auch auf Abbruch klicken, aber ihr wollt das ja bestimmt sehen, nicht wahr? Ihr kleinen Schnuggis. Oh Gott. Es geht schon wieder los. Oh, sexy Haar. Das habe ich auch schon 10.000 Mal gesagt. Aber macht der Alex, ne? Völlig mit Locker. Sieht irgendwie so super Zombie-like aus, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Heiltränke dabei, die, glaube ich, 8 Herzen oder so heilen. Wohl nicht diese Feen. Also muss ich immer selber gucken, dass ich mich rechtzeitig heile. Zur Not können wir ein paar Save States machen. Ich würde es eher ungerne machen, weil ich ja mein Können entfalten möchte. Aber zumindest möchte ich es halt so ein bisschen versuchen. Und deshalb mache ich einfach mal nur am Anfang ein Save State. Und ja, wenn es nicht klappt, dann kann ich ja immer noch mehr machen, ne? Und deshalb möchte ich jetzt gerne einen rechtzeitigen Save State setzen, falls es ginge. Labalaba bla bla. Sorry, so gut und stirb nicht sofort, ja. Ach, du fühlst dich aber cool, mein Lieber. Unter meiner Herrschaft. Ah, böse Krallen. Und so. Kein Kommentar. Ist besser so. Und ich brauche danach ein neues Let's Play-Projekt. Ich habe ja schon Silent Hill, aber ich möchte gerne eins, wovon ich nicht unbedingt Albträume kriege. Okay, vom Mass Effect kriege ich auch keine Albträume, aber trotzdem. Ich möchte ein cooles Projekt haben. Eins, wo ich weiß, dass ich irgendwie die ganze Zeit drauf Lust habe. Wie bei Zelda, das eben so gewesen ist. Wobei ich am Anfang ja Zelda auch nicht wirklich abkonnte, weil ich einfach zu dumm war, die Rätsel zu lösen. Besonders bei den Spielern auf Englisch, weil da ich immer, was ist das? Worum geht's eigentlich? Bin ich nicht so scheiße in Englisch. Aber das ist ja wohl dann der Vorführeffekt, ne? So, jetzt geht's los. Okay, die erste Phase, wenn es dann losgehen würde. Der Todbringer. Okay, wir müssen wohl gucken, dass wir unser Schild benutzen. Oh, du bist ja, so viel dazu. Und ich habe mir übrigens noch ein paar mehr Herzen geholt. Boah. Ja, ich bin sehr gut, man sieht's. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Nein! Boah, Mann, ich mach das immer zu spät! Boah, hallo! Hallo, bist du Dummling? Mann, jetzt mach ich schon die geilen Creep hier. Boah, okay, so scheiße war ich bei dem Versuch, den ich offscreen gemacht habe, nicht. Boah, hallo! Hallo! Boah! Hallo, mach doch da! Regt er mich auf. Obwohl er eigentlich. Hallo! Okay, ich glaube, wir sollten mal. Medizin! Mach schneller! Mach schneller! Ach du Scheiße. Ich bin ja so gut. Oh, mach das! Ich bin so gut. I know. Oh, boah! Okay, ich hätte mir vielleicht den Gastkommentator dazu holen sollen. Weil wenn ich hier die ganze Zeit wieder beatmet werden muss, dann ist es ein bisschen schwer, gute Kommentare abzugeben. Ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, komm. Nehmen wir das Schritt. Boah, Link, langsam regst du mich echt auf. Ich. Boah, siehst du das Schild nicht? Mann. Okay, ja, nein, nein. Ja, nein. Reg mich da so auf. Mensch, du regst mich so auf. Du bist eine dumme Sau. Oh Gott. Ach, ich bin ja so gut. Und am Ende muss man so einen behinderten Fangstoß machen. Okay, so viele Tränke. Boah. Oh Gott, was ist das? Okay, gut. So, jetzt darf ich nochmal ein Save State machen. Okay, eigentlich war das gerade schon ziemlich schlecht, muss ich sagen. Okay, jetzt müssen wir die Aufladeattacke machen. Da buggt nämlich gerade mein Emulator immer rum. Das ist das Beste daran. Mach doch. Links. Nein! Okay, warte. Das kann man aber, glaube ich, auch mit Schild abwehren. Okay, weg. Nein! Hallo! Ach du Liebling. Ach du Liebling, geiles Wort. Hallo, kannst du... Okay, zurück, zurück. Geh weg.
Ich will nicht mit dir. Ach, okay. Ja, komm schnell. Mach doch. Na, voll daneben. Oh, endlich. Danke. Link, lad dein Schwert auf. Okay, gut. Nochmal. Aufladen. Lad dein Schwert auf. Lad dein Schwert auf. Entschuldigung. Ja, danke. Okay, ich bin gerade ein bisschen hysterisch. Aber wir kriegen das schon hin. Komm, lad. Okay, nochmal. Ja, das ist doch schön. Fangstoß, Fangstoß. Okay, das war ein behinderter Fangstoß. Der war sehr schlecht. Okay, nochmal. Ja. Fangstoß. Hey, wir waren gar nicht mal so schlecht. Das hat nur ein paar Minuten gedauert. Und ich musste noch nicht mal ein Safe State laden. Tada. Oh Gott. Der Part sollte nicht so kurz werden. Das ist echt krank. Wieso kriege ich das auf einmal hin? Wieso? Das sollte nicht so sein. Ich muss gerade erstmal Luftzufuhr kriegen. Echo. Bleib das Schwert stecken. Weg. Nein. Okay, jetzt gucken wir uns nämlich mal den schönen Abspann hier an. Der dauert nämlich auch ein kleines Weilchen. Aber wir haben jetzt das Böse besiegt. Ein Menschlein, raue Stimme, krächzt. Es ist nicht vorbei. Heißt, es kommen noch 10.000 Zelda-Teile. Yeah! Und die für Wii kommen, muss ich natürlich jetzt playen. Aber ich mag keine Handhelden. Zumindest nicht Zelda auf Handhelden. Von daher könnt ihr das nicht von mir erwarten, dass ich irgendwie so Ocarina of Time oder so spiele. Ich habe mir das Spiel sogar mal für 3DS irgendwann gekauft, aber ich habe nur den ersten Tempel gespielt und bin nicht mal zum Schloss gegangen. Smile. Weil ich das einfach irgendwie dumm fand. Aber naja. Muss ja nicht jedem gefallen, ne? Also Twilight Princess finde ich auch ganz cool. Habe ich aber bisher noch nicht so richtig gesehen. Also gespielt. Gesehen habe ich schon mal, aber noch nicht gespielt. Aha, du bist tot. Du bist tot. Gammel, 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 gammel. Oh, weg. Sah irgendwie ein bisschen aus wie ein Affe vom Gesicht her. Ach, und die Welt ist wieder in Frieden. Schön. Super Special Magical Sword. Jetzt heißt es nicht mehr Sky Sword, sondern Super Magical Scheiße Sword und so. Oder so ähnlich. Jetzt wird es noch stärker und jetzt hat es so geile Energie und Mächte. Yay! Seine noch verbliebene Existenz wird in das Masterschwert übertragen. Jetzt ist es noch stärker. Yay! Okay, also wie gesagt, ich habe schon so ein paar Zwischenquests und so gemacht. Nur damit wir noch ein paar Herzteile kriegen. Deshalb habe ich mir jetzt auch so einen ganzen Herzcontainer geholt. Damit das für uns ganz jute ist. Ich habe zum Beispiel unter anderem die Quest mit der Rassel gemacht. Und so ein paar, wie hießen die nochmal? Die komischen Teile, die der Dämon da braucht. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, ja. Davon habe ich halt so ein paar Missionen gemacht. Und ja, deshalb habe ich jetzt ein paar Herzteile mehr. Yeah. Das mit dem Roulette habe ich auch gemacht. Da habe ich voll lange für gebraucht, bis ich dieses 50er-Feld da erreicht habe. Aber naja, das wollte ich jetzt nicht alles im Let's Play zeigen, weil ich ja halt gesagt habe, von wegen, nee, ich mache es nicht 100%. Und deshalb wäre das doof, wenn ich dann so einzelne Sachen da reinklatsche und dann im Endeffekt doch nicht alles mache. Och, nicht weinen, Süßli-Müsli. Ach, alles wird gut. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Betrag zur Legende des Helden Bardo gelassen. Verarsche! Ja, das will ich ja wohl hoffen. Sonst hätte ich dir mal die Macht meines Masterschwertes zeigen können. Auch du hast eine wichtige Rolle gespielt. Ja, total. Hat ja voll viel gemacht. Die ganze Zeit, wenn er so dumme Bomben da geworfen hat, war ich das, die steuern musste. Also laber hier mal nicht. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich in meine Zeit zurück. Nö. Was ist ein Mütterchen? Yes! Everything is alright! Voll die dumme Fresse. Fei! Komische Garnus-Sprache. Ich meine, Zelda, ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Ach, wie süß du bist. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Ach, das letzte Mal, Gebieter, mir kommen die Tränen. Ach, nee. Das stört mich jetzt eigentlich nicht so. Ich hoffe, falls neuer Zelda-Teil rauskommt, dass die dann nicht mehr diese komische Fei mit ihrem scheiß Gebieter-Quatsch reinbringen. Sonst wird Laureen immer darüber Witze machen.
Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin. Bezwinger des Todbringers. Simon, der Held. Du, du, du. Und Simon ist voll der behinderte Heldenname. Das passt irgendwie gar nicht. Also ich finde, Link passt eigentlich noch relativ gut. Ich weiß trotzdem nicht, wieso ich den umbenannt habe. Aber was soll's. Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so die Willen der Göttin. Okay, Vetterkack. Entbinde mich nun meiner Aufgabe. Ich soll sie entbinden. Okay. Wow, oh mein Gott. Jetzt sagt nicht, der steckt das Schwert wieder rein. Das wäre irgendwie ein bisschen behindert. Die ganze Zeit so voll gebattelt, um so ein geiles Schwert zu kriegen. Und dann jetzt auch so, ja, steck das mal weg. Braucht ihr kein Mensch mehr. Yeah. Ach, die hat ja hübsches Schüchchen. Die genauso aussehen wie ihre Lockenbinder. Irgendwie dumm. Aber ich meine, das ist Zelda. Was erwartet ihr? Und jetzt so, ja, ich schlitze Zelda auf. Okay, voll eher nicht. Aber es könnte ja sein. Boah, Wirbel, Wirbel. Nein, jetzt macht er es nicht ernsthaft, oder? Ist jetzt nicht wahr, oder? Ach ja, ich habe mir die ganze Zeit über so ein geiles Schwert erkämpft und jetzt lasse ich einfach da rumgammeln. Ach ja, warte auf den nächsten Helden. Ist zwar dann schon voll verschimmelt und dann sind da so Spinnenweben dran, aber passt schon. Und der andere muss dann gar nichts mehr machen, der kriegt dann einfach direkt so ein geiles Schwert. Sehr fair. Mann, ich will mein Schwert wieder. Was machst du denn? Die Lilly? Oh nein, jetzt macht die noch eine letzte Dance-Action bestimmt so. Simon. Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiten. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Diener der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Ja, ist das traurig. Ach, wie süß. Trotzdem noch Karamellbonbon sein. Simon, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren. Aber nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ach, ich liebe dich, Link. Kannst du diese Zelda-Schrulle nicht einfach aus dem Fenster werfen? Yay. Und so. Oh nein, das ist ja schlimm und mein Ohr juckt. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Bla bla bla. Danke. Ach, ist das nicht süß? Mein Gebieter Simon, ich werde dich immer lieben. Egal ob als Schwert oder als Mensch oder als Karamellbonbon. Du bist der Einzige, den ich mir vorstellen kann. Super melodramatisch. Nein, sie ist weg. Und das ist ja so traurig. Und jetzt gib mir mein Schwert wieder. Und so. Gar nicht die Stimmung kaputt gemacht. Nein, mach ich ja nie. Aber Impa! Ich weiß gar nicht, was ein Impa ist. Aber was soll's? Okay. Zelda. Da kommt denn jetzt diese Kitsch-Scheiße von wegen, ah, küss mich, Süßer und so. Aber das machen die ja eh nicht, weil solche Sachen ja viel zu vulgär wären, weil das Spiel ist irgendwie ab 6 Jahre und 6-jährige Kinder dürfen nicht sehen, wie sich 2 Menschen küssen, weil das zu vulgär ist. Kehrt zurück in eure Zeit, ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Wieso denn? Stöhnen. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich nicht allein zurücklassen. Oh, ich muss heulen. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, Süße. Bla bla bla, gammel, gammel, gammel. Ach, das ist ja traurig. Ach, guck mal, die hat da sogar eine aufgemalte Träne. Oh, das ist so traurig nicht. Und was ist ein Shika? Mal wieder nicht zugehört. Ach, was soll's. Och. Ja, das ist natürlich scheißegal. Erstmal, Link hat die Welt gerettet und sie gerettet. Und die geht erstmal zu der Impa-Schrulle und sagt, oh, komm mit. Ach, das ist ja süß. Wisst ihr noch? Oh, Glotz, Glotz. Boah, wie viel kleiner die einfach ist, ne? Hat die Frau die nicht eigentlich am Anfang irgendwann entführt oder sowas? Meine schon. Ach, wie süß. Jetzt gibt die der einen von den Lockenwicklern, damit die auch so eine stylische Frisur kriegt. Okay, so ähnlich. Ich finde, das ist ein Lockenwickler. Mhm.
Wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Vielleicht nur um zu verstehen. Entschuldigung. Ich habe wieder mal so einen Leonard Norwom. Und könnte das jetzt vielleicht mal zu Ende gehen? Ich würde nämlich ganz gerne mal den Part, beziehungsweise das Spiel, das Let's Play, so ein bisschen beenden, weil der Part zieht sich für ein Stück. Obwohl ich ja so gut war und den Todbringer schnell besiegt habe. Ey, aber ihr müsst zugeben, ich war echt nicht so schlecht, wie ihr es wahrscheinlich vermutet hättet. Yeah. Stöhnen. Oh yeah, das war cool. Yeah, yeah. Wow. Explosion. Ich dachte, jetzt fliegen die so weg und sind bald tot. Oh, hallo, Omi. Boah, was die für Falken hat. Die sieht echt aus wie Wackelpudding. Muss man wirklich so sagen. Yeah, everything's alright. Oh, I'll wait here. Was war das? Das ist mein Schwert. Gib mir mein Schwert wieder. Das ist so cool. Oh, wie süß. Oh mein Gott, das sind eine und dieselbe Person. Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht gewusst, weil Lauren mir nicht gespoilert hat. Nein, gar nicht. Ach, wie süß. Jetzt hat sie einen sexy Armreifen. Eigentlich hätte ich das früher erkennen können. Ich meine, die hat dieselbe Tolle hier so. Genau, Motorrad rast draußen voll auf. Aus. Ich hoffe, ihr habt doch nicht gehört. Ich hab doch gesagt, wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns wieder. Ich hör mal lieber damit auf. Das ist nicht zumutbar. Ach, ich bin ja so nett. Zwinker, 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 zwinker. Meine Mutter hat mir mal irgend so eine Scheiße erzählt. Irgendwas von wegen, ja, wenn man Katzen so zuzwinkert, so die ganze Zeit so, einfach so die ganze Zeit am Zwinkern, dass sie da irgendwie so das als Lachen empfinden würden oder so, oder dass ihnen das gefällt. Keine Ahnung, ist voll merkwürdig. Und dann hat die das immer gemacht zu so komischen Katzen und die sind dann alle weggegangen, wenn die das gesehen haben. Die haben die bestimmt für behindert gehalten irgendwie. Das fand ich sehr interessant. Ich danke dir. Danke. Och man, langsam ist es gut. Yeah, get sword. Es ist jetzt zu Ende. Heute nochmal irgendwann. Es kommt da so ein New Dimension und dann kann man da so durchfetzen. Ja, meine Fantasie ist grenzenlos und so. I know. Ach, sieht das nicht süß aus? Ach, guck mal, wie schön. Es gibt ja auch diesen super Hardcore-Helden-Modus. Ach, das wäre bestimmt was Nettes. Besonders, weil ich da drin so gut wäre. Und nein, ich wäre das nicht noch im Heldenmodus. Let's play, das wäre ein bisschen krank. Das würde ich eh nicht schaffen, von daher. So, und das Let's Play jetzt mit einem super schiefen Ton beenden. Passt natürlich am besten, muss man einfach so sagen. Bop! Yeah! Okay, ich glaube, das war's. Jetzt sollten eigentlich die Credits kommen. Und? Wow! Fett weg! Okay. Ja, das war's von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, das muss ich durch die Nase so sagen, sonst ist es einfach. Es hat es nicht schon sehr im Effekt. So, ich würde jetzt gerne mal mein Fazit hier so ein bisschen ziehen. Ich fand das Spiel toll, besonders zum Ende hin. Es ist creative. Teilweise ist es natürlich ein bisschen eintönig, aber es gibt ja immer ein paar neue Quests, es gibt Sidequests und man hat auch nach dem normalen Spielverlauf noch ein bisschen was zu tun. Also es ist auf keinen Fall schlecht, das Spiel. Ja gut, zur Story kann ich jetzt viel sagen, die meiste Zeit über habe ich nicht zugehört. Ja, ich würde nicht sagen, dass die Story jetzt wirklich sehr tiefgründig wäre, das kann man einfach nicht sagen. Ich muss sagen, ja hier, wo wir gerade bei der Lyra sind, die finde ich einfach scheiße. Das Lyra-Spiel war total kacke. Da gibt es nämlich auch in dieser Kürbisbar so eine komische Mission, die habe ich immer noch nicht geschafft. Ich habe die bestimmt schon 6 Mal oder so versucht. Und naja, es funktioniert nicht so derbe, aber gut, das ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Also an sich hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Ja gut, die Grafik ist jetzt nicht jedermanns Sache, ist halt so eine Mischung aus Twilight Princess und Ocarina of Time, aber ich mag das eigentlich relativ gerne. Und ja, das ist es eigentlich soweit zum Spiel, was man so sagen kann. Also mir hat es, wie gesagt, gut gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Let's Play-Projekt. Also bis dann. Tschüss.